Leute, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich frage mich, ob das jetzt eventuell schon eines meiner letzten Videos hier in diesem Raum ist und es tut mir so unglaublich leid, wenn es schallt, aber der Raum ist fast leer, ich ziehe ja um und deswegen, ja, kann ich das gerade nicht ändern? Das ist gerade mein Setup. Ich habe irgendwas auf meiner Brille. Ich bin gerade so stolz, dass ich überhaupt gerade vor der Kamera sitze und dieses Video drehe, weil ich habe wirklich mit mir die ganze Zeit gerade gekämpft. Aber I did it. Ich sitze hier. Es gibt ein neues Reddit-Stories-Video. Wieder Thema Dating, weil... Beziehungsweise Dating und Beziehung, weil ich gerade nicht date und Beziehung habe. Deswegen muss ich mich mit den Dating und Beziehung anderer Menschen beschäftigen. Vor allen Dingen danach will ich eigentlich unbedingt noch ein bisschen Sport machen. Aber ich bin so unmotiviert. Ich habe eigentlich gar keine Lust. Aber ich werde gleich einfach meine neuen Gym-Klamotten, die heute bei mir angekommen sind, anziehen. Und dann habe ich bestimmt schon Motivation. So. Ich habe mir wie immer vorher nichts rausgesucht, das heißt, die Geschichten schaue ich mir jetzt spontan an und mal schauen, ich sehe direkt die erste. Ich, männlich 34, bin immer noch Jungfrau. Wir hören rein. Hallo, wie bereits im Titel beschrieben, bin ich mit 34 immer noch Jungfrau und würde gerne mal drüber reden, da es mich teilweise schon belastet. Ich bin, als ich jung war, sehr religiös erzogen worden und hatte immer den Eindruck, dass ich nur mit einer Frau im Leben Sex haben oder intim sein darf. Also nur mit einer Frau. Das hat dazu geführt und wurde durch meine Eltern befeuert, dass sie perfekt sein muss und ich Ansprüche hatte, die einfach keine Frau erfüllen konnte. Entsprechend habe ich in meinen jungen Jahren nie jemanden gedatet. Später wurde meine Mutter sehr krank und da mein Vater das alles nicht verkraftet hatte und Alkoholiker wurde, musste ich mich praktisch um beide kümmern und um meine über 90-jährige Oma. Das waren sehr schwierige Zeiten und ich habe in der Zeit auch noch arbeiten müssen, um das alles zu finanzieren. Ich hatte einfach keinen Kopf zum Daten. Nach etwa 6 Jahren sind meine Oma und meine Mutter innerhalb weniger Wochen gestorben und ich habe mich auch von meinem Vater gelöst. Mir wurde bewusst, wie sehr ich mich für alle aufgeopfert habe. Ich habe alles hinter mir gelassen und dann auch mein erstes Date gehabt. Mein Herz bricht gerade irgendwie. Leider hat sie damals recht schnell nach meinen vergangenen Beziehungen gefragt und ich war schon 28 und noch Jungfrau. Das hat sie nicht sehr gut aufgenommen und das Ganze beendet, bevor es richtig begonnen hat. Danach habe ich noch 2 weitere Frauen gedatet, allerdings ist es einmal an Ähnlichem gescheitert. Einmal einfach, weil unsere Lebensziele zu unterschiedlich waren. Ich würde sagen, dass ich generell eher schüchtern und unsicher Frauen gegenüber bin, die ich attraktiv finde und von denen ich etwas möchte. Außerdem rede ich mich selbst immer schlecht und bin nicht zufrieden mit meinem Aussehen und fühle mich hässlich. Generell bin ich eher ein Einzelgänger. Mein restliches Leben habe ich allerdings gut in den Griff bekommen. Ich habe viele Hobbys, bin aktiv unterwegs und eigentlich ganz glücklich. Mittlerweile habe ich es akzeptiert und versuche mich auch gar nicht mehr zu daten. Irgendwie fühle ich mich mit der stillen Akzeptanz auch besser als mit dem Druck, den ich mir früher gemacht habe. Danke für das Lesen. Ich wollte einfach nur mal alles loswerden, da ich das sonst nur sehr selten drüber rede und es mir unangenehm ist, es Freunden gegenüber zu beichten. Ich finde das krass. Ich kann die Frauen verstehen, die dich deswegen abgeschossen haben. Hätte ich wahrscheinlich auch gemacht, aber nicht, weil es was persönlich gegen dich wäre, sondern einfach, weil es nicht zu mir, meinen Erfahrungen und meinen Ansprüchen passen würde. Ich glaube, du bist ein super lieber Kerl und das Leben prägt einen halt in so eine Richtung und du bist da, wo du jetzt bist, durch die Sachen, die dir passiert sind, durch deine Vergangenheit, durch deine familiären Probleme und Geschichten. Und das ist auch alles vollkommen okay und ich bin mir sicher, dass da draußen jemand ist, der entweder das super gut handeln kann oder vielleicht sogar ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Eine Person oder eine Frau, die genauso wenig Erfahrungen auf dem Gebiet hat wie du, wo ihr zusammen da reinwachsen könnt zum Beispiel. Oder wie gesagt, eine Frau, die das wirklich einfach nicht interessiert und damit umgehen kann und will und keine Ahnung. Also zu mir zum Beispiel würde es auch nicht passen. Und wie gesagt, nichts Persönliches oder gar nicht negativ gemeint oder so. Aber ich glaube, da draußen gibt es viele Frauen, zu denen das auch passen würde. Deswegen, ich finde, du solltest jetzt nicht das Daten komplett aufgeben und denken, okay, scheiße, ich habe damit abgeschlossen. Das nicht. Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn du nicht aktiv datest, weil sowas lässt man ja auch oft einfach auf sich zukommen. Ich date zum Beispiel aktuell auch nicht und das heißt nicht, dass ich jetzt die nächsten 14 Jahre Single sein werde. Irgendwann kommt einfach eine Person in dein Leben und das wird auch bei dir so sein. Auch wenn du schüchtern bist, zurückhaltend bist, irgendwann wird da einfach, das wird einfach kommen. Lass es einfach auf dich zukommen. Aber ich finde es irgendwie richtig herzzerreißend, diese Geschichte der Arme. Aber auch super cute irgendwie. Ich bin mal gespannt, was die Leute so schreiben. Also ich bin weiblich 30 und das wäre kein Ausschlaggrund für mich. All deine Gründe hören sich nachvollziehbar an und auch, dass du ansonsten eigentlich ganz glücklich bist, hört sich gesund an. Ich denke, du solltest dich dafür nicht schämen. Das sowieso nicht. Der Steller schreibt, meine persönliche Erfahrung ist es, dass es gar nicht zum Erklären des Ganzen kommt. Es muss etwas mit mir nicht stimmen, sonst wäre ich ja nicht noch Jungfrau. Nee, das sehe ich gar nicht so. Ich kann das alles vollkommen nachvollziehen und es ist auch nichts Verwerfliches daran. Ich sage nur, dass
ist zum Beispiel nicht zu mir passen würde, weil ich habe ja schon mal so ein Video gemacht über diese 5 Säulen und dass ich einen Partner an meiner Seite brauche, dem ich auf Augenhöhe begegnen kann und der ungefähr gleiche Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat wie ich und von der Reife ungefähr auf meinem Niveau ist und man einfach, ja, auf demselben Stand ist. Ich habe das ja schon mal gesagt, wenn jemand noch keine Beziehung geführt hat, weiß die Person ja gar nicht, wie das ist, wie man mit dem Partner umgeht, wie man in Streitsituationen agiert und so weiter und so fort. 1000 Millionen Beispiele könnte ich da nennen. Und darauf habe ich keine Lust. Mein Geduldsfaden dafür ist schon längst lange gerissen. Der Zug ist schon lange irgendwo da ganz hinten abgefahren, vor Jahren. Und habe ich keine Lust mehr drauf. Aber es gibt Frauen, die haben halt nicht die Schnauze von sowas voll oder haben vielleicht selber noch keine Beziehung gehabt. Und das trifft sich dann ideal, finde ich. Deswegen, also dafür schämen auf gar keinen Fall. Und das ist auch alles voll nachvollziehbar. Also Frauen, die sowieso dann direkt sagen, nee, mit dir stimmt was nicht, ja, dann verpiss dich. So, dann ist sie deine Zeit auch nicht wert, dann ist es auch okay. Ich brauche irgendwas für meine Lippen, ey. Das ist ein Truck. Lipgloss? Nee. Ich einfach ein bisschen Lippenstift. Sieht man das auch, dass ich was drauf getan habe? Keine Ahnung. Ich hoffe, das Niederschreiben rauslassen hilft dir. Vielleicht ein kleiner Hint, es mag Leute geben, bei denen das Dating an sowas scheitert. Aber es gibt auch ganz sicher die, für die das zwar ungewöhnlich ist, für die es aber kein No-Go ist. Der Mensch an sich ist doch wichtiger, was seinen Charakter etc. betrifft. Mein Freund 33 war bis vor kurzem auch noch Jungfrau und das war absolut kein Problem für mich. Allerdings habe ich vor ihm durchaus noch ein paar Männer kennengelernt. Da war das für mich anders. Problem war aber nicht ihre Jungfräulichkeit, sondern ihre Vorstellungen von Frauen und dass sie einfach sehr creepy wirkten. Bauchgefühl sagte nein. Was mein Freund von den anderen abhob, war, dass er tatsächlich auch privaten Umgang mit Frauen, er hat eine beste Freundin und ein paar weitere Freundinnen, hatte und da auch nie Erwartungen gehabt hat. Zudem war er mit sich selbst im Reinen. Er hatte sich selbst keinen Druck gemacht, unbedingt eine Frau zu finden, um seine Jungfräulichkeit loszuwerden, sondern ist sehr gelassen an die Sache herangegangen. Wobei er natürlich auch nervöse Momente hatte. Davon ab ist er einfach ein netter Kerl, der mir auf Augenhöhe begegnet. Was ich sagen will, mach dir nicht zu viel Druck. Erwarte nicht zu viel von deinen Dates. Manche werden dich sicherlich ablehnen. Man will in dem Alter halt meist nicht mehr bei Null anfangen. Aber ich bin der Meinung, dass das selbst bei erfahrenen Männern oftmals der Fall sein kann. Denn zumindest mit meinem Ex hatte ich definitiv keinen Beziehungsexperten am Start, obwohl ich seine x-te Beziehung gewesen bin. Es wird aber auch Frauen geben, die das nicht zu ihrem Ausschlusskriterium machen, wenn man merkt, dass der Gegenüber ein netter Mensch ist, mit dem man auf Augenhöhe ist und mit dem man eine gesunde Beziehung führen kann. Sei selbstreflektiert, nimm Ablehnungen nicht zu persönlich und konzentriere dich auf dich und deine Hobbys und Leidenschaften. Lerne weiter Frauen kennen, aber mach es nicht zu deinem Lebensinhalt und irgendwann wird schon wer Passendes dabei sein, die dich so nimmt, wie du bist. Ja, Amen. Mit 20 noch keine Beziehung. Ähnliches Thema. Also, das ist für mich jetzt ein wenig peinlich, wenn ich ehrlich bin, jedoch befinde ich mich in einer Krise. Ich bin weiblich 20 und war noch nie in einer richtigen Beziehung. Ich hatte schon einmal so etwas wie Situationships oder Leute, die sexuell von mir angezogen waren. Deshalb denke ich, dass es an meinem Äußeren nicht liegen kann. Als Person bekomme ich von meinen Schwärmfreunden immer gesagt, du bist eine coole Person, du bist witzig, du bist eine gute Partie etc. Aber wenn ich frage, warum wir mein Schwarm und ich keine Beziehung eingehen, dann kommt so etwas wie, ich glaube, wir matchen nicht auf der Beziehungsebene. Eigentlich lande ich immer in der Friendzone, aber dann höre ich von meinen weiblichen Freunden so etwas wie I don't chase, I attract. Und als Frau musst du erobert werden. Und dieses Mindset klappt bei ihnen, aber bei mir nicht. Null. Und es kratzt schon an meinem Ego, dass ich so wenig Erfolg habe. Und wenn es mir einmal gelingt, jemanden zu pullen, muss ich richtig dafür schwitzen. Und ich habe auch bereits Sachen gehört wie Liebe dich zuerst selbst. Das tue ich. Ich fühle mich sehr wohl in meiner Haut und es wäre noch besser, wenn ich mal eine Beziehung haben könnte. Es fühlt sich an, als würde ich etwas verpassen. Und dazu kommt auch noch, dass je älter ich werde, es wohl schwieriger wird, jemanden zu finden. Ich habe auch kurz gedacht, vielleicht sind meine Erwartungen an die Männerwelt zu hoch. Aber ich verliebe mich schon allein, wenn mir jemand die Tür aufhält oder mich 3 Sekunden lang anschaut. Oh Gott, Girl. Tinder und alles habe ich auch schon probiert, aber es ist so oberflächlich und geht gar nicht auf den Charakter meines Gegenübers ein. Und das finde ich nicht so toll. Ist irgendwas falsch mit mir? Meine biologische Uhr tickt. Ich brauche dringend Ratschläge. Extra, das mit der biologischen Uhr ist ein Witz. Fand niemand lustig. Okay, also, du bist 20. Ich zum Beispiel werde 28 dieses Jahr, also kann ich, glaube ich, gut was dazu sagen. Ich werde 28 und ich mache mir null Druck oder Stress. Wenn keiner kommt, dann bin ich auch alleine mit mir glücklich. Wenn jemand kommt, der mein Leben bereichert und dessen Leben ich bereichere, umso schöner. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe es auch im letzten Video gesagt, die glücklichsten Phasen meines Lebens hatte ich immer, wenn ich Single war. Und das solltest du auch bedenken. Ich hatte in deinem Alter auch eher Ängste. Mit 20 vielleicht noch nicht so krass, aber so mit 22, 23 hatte ich so eine Phase, wo ich echt dachte, boah, scheiße, jetzt mit dem jetzigen Partner, jetzt oder nie, entweder jetzt bekomme ich Kinder und heiraten und so weiter, weil sonst ist es zu spät. Du bist 20 und du hast noch so viele Jahre Zeit. Kümmer dich erstmal um andere Sachen, also leg deinen Fokus auf andere Sachen als auf Beziehungen. Klar, ich kann es verstehen,
dass du, weil du noch nie eine Beziehung gehabt hast, unbedingt eine willst? Weil ich hatte zum Beispiel meine erste Beziehung mit 15. Damals habe ich schon gedacht, oh mein Gott, das ist so ernst. Aber nein. Deswegen, in deinem Alter hatte ich schon, glaube ich, 2 Beziehungen. Genau. Deswegen kann ich verstehen, wenn man noch nie eine hatte, dass man sich so denkt, okay, stimmt was nicht mit mir und so weiter und so fort. Aber nein, ist nicht so. Es ist einfach nicht so. Und lass es dir, wie gesagt, von einer gesagt sein, die fast 8 Jahre älter ist als du. Du hast Zeit ohne Ende. Ohne Ende. Und ich sag dir auch nur eine Sache, je krasser du etwas willst, desto weniger wirst du es bekommen. Sobald du irgendwann sagst, boah, weißt du was, fuck off, kein Bock mehr und das ernst meinst, nicht einfach so vor dir herplapperst, sondern es wirklich ernst, vom tiefsten Herzen ernst meinst, dann wird irgendwas kommen, glaub's mir. Wenn du schon damit abgeschlossen hast, dann wird's kommen. Vorher nicht. Weil wenn du das auf Krampf erzwingen willst, wird es nicht klappen. Deswegen no stress. Lass es auf dich zukommen, mach dir keinen Druck, mach dir keinen Stress, du bist 20. Du bist 20, welche biologische Uhr soll da bitte ticken? Du hast ja viel zu viel Stress wegen gar nichts und versuchst dich krampfhaft an irgendwelchen externen Mindsets festzuklammern, die dir irgendwer vorgibt. Wieso bist du nicht einfach du selber? Geh unter Leute, sei aktiv, aber ohne krampfhaft Dinge zu erwarten oder erobert zu werden. Außerdem sollst du dringend an einer Sache arbeiten, aber ich verliebe mich schon allein, wenn mir jemand die Tür fällt oder mich 3 Sekunden lang anschaut. Ja, da habe ich auch eben gedacht, so Gott. Ich weiß ja nicht, was du unter Verlieben verstehst, aber das ist echt ziemlich strange. Also, dass ich mich sehr schnell in Leute vergucke, ist durchaus ein großes Problem von mir. Aber ich gebe mein Bestes, mir oft zu sagen, dass so etwas wie die Tür zu öffnen nichts Besonderes ist. Aber ich gehe nicht durchs Leben und denke mir, oh, jetzt erobert werden. Ich bin in einem Verein tätig und gehe oft mit meinen Freunden aus. Oder auch alleine unternehme ich viel. Also aktiv bin ich. Aber irgendwie kam es noch nie zu einer Beziehung oder dazu, dass eine Person Interesse an mir hatte. Lacht in bald 30 und dauer Single. Spaß beiseite. Es klingt, als würdest du unbedingt eine Beziehung wollen. Ich glaube, dieses Verkrampfdenken, dass man alles verpasst und will und muss, macht es schwieriger. Da gab es irgendwie mal so einen Spruch, dass man Wasser nicht beobachten darf, wenn es kochen soll. Lol. Natürlich muss man aktiv sein, man kann nicht daheim bleiben und hoffen, der Traum fällt vom Himmel und ist dann einfach da. Aber hast du es versucht mit einfach weniger Druck auf dich selbst, nicht Tinder runterladen und denken, man muss den zukünftigen Mann finden, sondern einfach locker schauen, ob man nette Menschen da findet. Auch wenn ich persönlich nichts von Dating-Apps halte, aber viele Freunde haben gerade da wen kennengelernt, wenn ihre Einstellung eher, ach komm, ein paar lustige Chats starten, wird eh nichts wahr. Sag ich ja. Genauso wie bei der Offline-Variante. Geh aktiv auf Leute zu, auf einer Party oder wenn du Hobbys nachgehst, aber verkrampf dich nicht auf, heute muss es klappen. Friendzone ist so ein lästiger Begriff. Freunde dich nicht nur deshalb mit Leuten an, weil du dir mehr erhoffst, dann gibt es auch keine Friendzone. Entweder es entsteht von beiden Seiten oder eben nicht. Du musst aber auch mit offenen Karten spielen, wenn du von Anfang an mehr als Freundschaft willst. Nicht, dass der Gegenüber sich verarscht fühlt, nach Wochen, Monaten Freundschaft aufbauen. So blöd das klingt, aber man gibt immer eine Wirkung nach außen ab. Menschen können einem mehr ansehen, als man manchmal denkt. Wenn du in eine Bar gehst und dir den Kopf zerbrichst, warum wieder alle flirten und vergeben sind und du nicht, sieht man dir das vermutlich irgendwie an, dass du zu verkopft bist und so Leute will man nicht unbedingt ansprechen, ehrlich gesagt. Glaube ich auch. Ich glaube, deine Aura ist so dieses, klingt jetzt böse, ich meine das gar nicht böse, aber vielleicht so dieses bisschen desperate. Deswegen versuch irgendwie davon wegzukommen, unbedingt eine Beziehung zu wollen. Und das wird der Schlüssel sein, sage ich dir, wie es ist. Sobald du das schaffst, wird was kommen. Kann ich dir jetzt meine Hand drauf geben. 5 €. Offene Beziehung. Hallo zusammen, ich, männlich 25 und meine Freundin, weiblich 26, sind seit 3 Jahren zusammen. Wir haben gerade eine schwierige Phase, aber an sich sind wir sehr glücklich, wollen zusammen alt werden und eine Familie gründen, können über alles reden und sind beste Freunde. Nun hat sie mir gesagt, dass sie mit anderen Männern attraktiv plus unser Alter sexten und harten Sex haben will, ohne emotionale Bindung. Das ist der wichtige Punkt für sie. Wir haben mittlerweile nur noch alle 3 bis 5 Wochen Sex und sie sagt, dass sie dieses Bedürfnis schon länger in der Beziehung hat. Ich dürfte auch Sex mit anderen Frauen haben, habe daran aber kein Interesse. Aber unser Sex ist sehr gut. Sie sagt, der beste, den sie je hatte. Und wir hatten auch schon harten Sex, der ihr definitiv auch gefallen hat. Nun sagt sie, sie will diesen nicht mehr in der Beziehung, sondern halt mit anderen, zu denen sie keine emotionale Bindung hat. Nur will sie auch auf meine Bedürfnisse oft nicht eingehen und ist nicht sehr leidenschaftlich. Wenn ich leide sehr unter dem aktuell kaum vorhandenen Sex und bin durch ihre Aussage am Boden zerstört. All das, was sie will, kann ich ihr geben und ich kann nicht recht verstehen, warum diese emotionale Bindung da den Unterschied macht. Sie hatte schon einmal eine Phase als Single, in der sie bedingungslosen, lockeren Sex hatte und sie sagte vor der Beziehung, dass sie das bereut und es ihr danach immer schlecht ging. Mich macht der Gedanke, dass ein anderer Mann mit ihr schlafen würde, absolut fertig und frisst mich förmlich auf. Ich glaube, sie will das machen, um ihr Selbstwertgefühl zu steigern, Bestätigung von anderen Männern zu bekommen, dass sie scharf ist. Aufgrund familiärer Probleme in ihrer Kindheit besucht sie auch eine Therapeutin, mit der sie darüber spricht, so erfahren hat, dass sie dies wirklich will. Frage vor allem an Frauen, wenn ihr in einer Beziehung sehr guten, den besten Sex habt und einen Partner, mit dem ihr euch eine Zukunft vorstellen könnt, warum dann lieber Sex haben zu Personen ohne eine emotionale Bindung? Was gibt das einem? Gar nichts. Also ich
habe direkt so viele Red Flags in meinem Kopf und kann einfach nur sagen, run. Also ich habe das Gefühl, sie liebt dich nicht. So, und dass sie irgendwie durch diesen bedingungslosen, harten Sex einfach nur hofft, irgendwen anders kennenzulernen. Ich habe auch das Gefühl, dass sie dich null respektiert, weil ich würde mich gar nicht trauen, mit so, also aus dem Nichts, mit so einem Vorschlag, mit so einer Idee zu meinem Partner zu gehen. Also wenn ich sowas wollen würde, was ich niemals wollen würde, aber wenn, dann, also richtig Disrespect. Ich habe das Gefühl, sie nimmt dich null ernst und dass deine Bedürfnisse ihr auch null wichtig sind, weil anscheinend ist ja der seltene Sex durch sie, also zu verantworten, weil du sagst ja, dass du darunter leidest, dass es so selten ist. Plus, also ich, das ist so unlogisch. Sie will keinen Sex mit dir, sondern mit anderen. Hä? Hä? Kein Sinn. Kein Sinn. Kommentare? Bro, tu dir das nicht an. Ja. Wie naiv bist du? Also anderer Kommentar. Wie naiv bist du? Denke mal rational darüber nach, versuch deine Gefühle so gut es geht dabei aus dem Spiel zu nehmen, dann beantworte meine Frage. Ersteller schreibt, ich bin damit absolut nicht einverstanden und das ist für mich ganz klar ein Dealbreaker, aber ich würde gerne verstehen, woher das Ganze kommt. Rudi, lauf so schnell du kannst. Das wird dich nur brechen und auf Dauer nicht funktionieren. Ihr habt nur mehr alle paar Wochen Sex und sie will sich den Sex jetzt vermutlich dann öfter als mit dir woanders holen. Wie viele Red Flags brauchst du noch? Ja, hab ich auch gesagt. Bitte hab etwas Selbstachtung vor dir selbst und beende das. Ich kann nicht verstehen, warum Männer so viel über sich ergehen lassen, nur um in einer Beziehung zu sein. Anderer Kommentar. Sie weiß selber nicht, was sie will. Sie will andere bumsen und dann nach Hause kommen und dich als Sicherheit da haben. Lass dich nicht verarschen und beende die Beziehung. Nächster Kommentar. Du musst dich nicht darauf einlassen, nur um sie zu halten. Wenn ihr euch nicht auf die Grenzen und das Verhalten in eurer Beziehung einigen könnt, dann passt es nicht mehr. Ja. Also ich als Frau kann sagen, das ist nicht normal. Also entweder, also ich kann nur für mich sprechen, ne? Und für so meine Mädels. Also die, die in meinem Umkreis sind, denken alle so wie ich. Entweder du bist in einer glücklichen Beziehung, auch nicht mal, ich lass das glücklich weg. Entweder du bist in einer Beziehung, ob schwierige Phase hin oder her, ist egal. Und du liebst die Person und du willst dann auch nur diese Person. Oder, das ist das Einzige, was ich mir halt so vorstellen kann, das hatte ich noch nie, ich habe mich noch nie während einer Beziehung entliebt. Dementsprechend hatte ich auch noch nie Interesse, egal in welcher Hinsicht, an einer anderen männlichen Person. Das ist nämlich die einzige logische Erklärung, dass du halt, also ich glaube, erst wenn sich eine Frau emotional von ihrem Partner löst, also sich irgendwie entliebt, die Person nicht mehr liebt, nicht mehr so viel empfindet, dann passiert erst oder dann kommt erst dieses Interesse. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also ich glaube, sie liebt dich nicht mehr. Schade. Also mach Schluss. So wie alle anderen das auch sagen. Oh Gott. Empfinde etwas für den Freund meines Mannes. Neue Story. Hallo an alle. Ich, weiblich 36, bin seit 8 Jahren mit meinem Mann, männlich 44, zusammen. Wir führen an und für sich eine gute Ehe mit den üblichen Ups und Downs, haben 2 Kinder, 3 und 6 zusammen. Haus mit Garten und beide erfüllende Arbeitsstellen. Soweit alles gut. Nur habe ich das Problem, dass ich starke Gefühle Anziehung für einen guten Freund meines Mannes verspüre. Wir hatten von Anfang an gut miteinander connected und waren auch ziemlich flirty miteinander. Mehr von seiner Seite aus, habe aber immer mitgespielt. Soweit auch kein Problem, nur habe ich seit mittlerweile 3 Jahren das Problem, dass ich sehr häufig an ihn denke, vor Treffen mit ihm, Geburtstage feiern etc. sehr aufgeregt bin und Tage nach dem Treffen an fast nichts anderes als an ihn bzw. Fantasien mit ihm denken kann. Das belastet mich sehr. Ich versuche sämtlichen Treffen aus dem Weg zu gehen, aber das ist eben nicht immer möglich. Habe es geschafft, ihm letztes Jahr nur einmal zu begegnen und dachte eigentlich, ich bin drüber hinweg. Doch die Geburtstagsfeier meines Mannes letztens hat mich eines Besseren belehrt. Alles kam wieder hoch. Ich weiß nicht, was ich machen kann, um diese Gefühle loszuwerden. War schon mal jemand in einer ähnlichen Situation und kann mir einen Rat geben. Edit 1. Mein Mann weiß über diese Flirts Bescheid, ist dabei ja auch immer zugegen. Zweitens flirtet mein Mann auch in meinem Beisein mit anderen, zum Beispiel auch mit der Frau von besagtem Freund. Das ist für uns beide in Ordnung, denn wir kennen unseren moralischen Wertekompass und Grenzen. Drittens gehen wir beide auch öfters mit Freunden des jeweiligen anderen Geschlechts aus, essen gehen, Konzerte besuchen etc. Das ist unserem Freundeskreis normal und für alle Beteiligten kein Grund zu glauben, dass in der jeweiligen Beziehung etwas nicht stimmen könnte. Viertens ist mein Hauptproblem, dass es eben bei besagtem Freund dauerhaft knistert und das, obwohl wir sehr unterschiedliche Weltanschauungen haben und ich mir nicht erklären kann, wieso wir trotzdem so eine gegenseitige Anziehung haben. Fünftens, ich dies mit meinem Mann schon besprochen habe und wir beide vermuten, dass es daran liegt, dass besagter Freund der dominierte Part in seiner Ehe ist, während es sich bei uns gegenteilig verhält und ich eventuell das Bedürfnis habe, dass mein Mann auch öfters den dominanten Part übernimmt. Wir werden mit diesen Erkenntnissen arbeiten und schauen, ob sich somit diese Schwärmerei ausschleicht. Krass, dass du das mit deinem Mann besprochen hast. Also so, ganz ehrlich, so geht man auch ein Problem an.
du merkst, du hast irgendwelche, also ich kann mir das sowieso gar nicht vorstellen. Wie gesagt, ich kenne das nur so, dass wenn ich in einer Beziehung bin, dann bin ich zu 1000% mit meinem Kopf, mit meinem Herzen, mit meinem Bauch, mit allem bei dieser Person. Ich glaube, das würde mich selber kirre machen, wenn ich irgendwann in diesem Dilemma stecken würde. Und ich kann mir das wirklich beim besten Willen nicht vorstellen. Weil dann würde ich mir direkt die Frage stellen, okay, warum? Und die Antwort für mich wäre darauf, dass ich nicht mehr diese Gefühle für meinen Partner habe. Aber okay. Ich finde das stark, dass du das mit deinem Mann besprichst. Ihr seid ja anscheinend wirklich sehr locker, was das Ganze generell angeht. Und ihr jetzt daran arbeiten wollt, finde ich auch richtig gut. Und ja, vielleicht fehlt dir einfach nur so ein bisschen, vielleicht ist dir dein Mann nicht manns genug. Und vielleicht, wenn du da so ein bisschen dran arbeitet, hast du dann dieses Bedürfnis nicht mehr, beziehungsweise dieses Bedürfnis wird gestillt und dementsprechend erhoffst du dir das nicht mehr von einer anderen Person. Kann eine Lösung sein, hoffe ich auch für euch. Und generell, also es ist halt, wie gesagt, die richtige Herangehensweise. Ihr seid seit über 8 Jahren zusammen, ihr seid verheiratet. Wenn man es nicht so angeht und lösen will, wie dann? So, bevor man irgendwie fremd geht oder sonst irgendeine Scheiße, finde ich, ist das super. Communication is the key und ich hoffe, ihr löst das. Ich hoffe, das ist das Rätselslösung und ansonsten weiß ich leider auch nicht. Andere Leute attraktiv oder auch anziehend zu finden, ist an sich ja kein Problem. Ein kleiner Flirt ist nicht verwerflich, aber wenn dich das tatsächlich aus der Bahn wirft, dann ist es eben schon ein Problem. Was findest du denn so toll an ihm? Oft ist es ja tatsächlich einfach nur die Fantasie, die man von einem Menschen hat und die hat ganz oft überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Wie steht es denn mit den Gefühlen zum eigenen Mann? Sind die denn noch vorhanden? Ja, habe ich mich auch gefragt. Gefühle sind noch vorhanden. Natürlich nicht mehr so wie am Anfang, aber noch spürbar. Klingt jetzt nicht so überzeugend. Für mich klingt das ein wenig danach, dass die eigene Ehe mit der Zeit und dem Alltag etwas eingeschlafen ist und man sich mit jemandem anderen Luftschlösser baut und etwas Aufregendes vorstellt. Ich glaube, das ist in vielen längeren Beziehungen gar nicht so unüblich. Aber 3 Jahre finde ich, to be honest, schon eine Hausnummer. Was empfindest du denn überhaupt noch für deinen Mann? Möchtest du etwas mit dem anderen Mann anfangen und das Einzige, was dich daran hindert, ist das gemeinsame Leben mit Kindern und Haus? Ich vermute mal, dass dieser Freund dir eine Art von Aufmerksamkeit gibt, die dein Mann dir nicht oder nicht mehr gibt. Im Endeffekt jagst du also nur der Aufmerksamkeit als Frau, noch attraktiv auf dem Männermarkt zu sein, hinterher. Dein Körper schüttet Glückshormone aus und die machen bekannterweise süchtig. Der Typ selbst ist nur eine Illusion und keine Zukunft. Wenn du ihn siehst, verbindet dein Gehirn damit Flirten, Aufmerksamkeit, eventuell die ein oder andere Berührung, die spannend wirkt und die Sucht nach den Glückshormonen wird freigesetzt. Die Antworten hier teilweise sind auch schon wieder weltfremd. Natürlich passiert es in einer auch guten Beziehung mal, dass man sich verguckt und ja, Flirten darf auch in einer Beziehung Spaß machen, wenn das für alle okay ist. Wenn ich das Ganze so belastet, würde ich mal mit jemandem extern reden. Da steckt bestimmt was anderes hinter. Ausbruch aus dem Alltag, weil alles zu schwer und man sich mehr Freiheiten wünscht. Man wünscht sich mehr Unterstützung, es fehlt einem die Großstadt, der Job ist doch nicht so dolle, etc. pp. Und dann erledigt sich diese Schwärmerei von selbst. Weiß ich nicht. Ah, hier, also ich persönlich kann das nicht nachvollziehen. Ich hatte nie das Gefühl, dass jemand anderes spannender oder besser als meine Frau sein könnte. Klar, man denkt sich mal was wie, die ist echt hübsch oder mit der bin ich auf einer Wellenlänge, aber niemals würde ich dem mehr Raum geben als nötig. Aber jeder Mensch ist anders. Ich bin, weiß Gott, nicht der Maßstab für andere. Aus meiner Sicht, wenn du es zulässt, ist Raum für andere da, wenn nicht, dann nicht. Aber du solltest eine Entscheidung treffen. Nichts ist beschissener, als deinem Partner Lebenszeit zu klauen, wenn man selbst zu feige für eine Entscheidung ist. Ja, also sehr, sehr schwierig. Ich weiß nichts. Wie gesagt, mal mit eurem Lösungsansatz probieren, wenn das alles nichts bringt. Ich meine, wenn ihr beide so locker seid und dein Mann auch so locker ist, deine Frau so, ich weiß gerade gar nicht mehr, von wem das geschrieben worden ist, dann versuchst du mal mit einer offenen Ehe. Wenn ihr beide mit sowas cool seid. Meine Freundin, weiblich 32, ich männlich 34, lässt sich von gutem Freund Nachbarn anmachen und trifft sich weiter mit ihm. Eure Reaktion? Fragezeichen. Mach Schluss. Hallo an alle, ich brauche dringend eure Unterstützung bei folgendem Thema. Meine Freundin, mit der ich nun seit rund 1,5 Jahren zusammen bin, aber lediglich am Wochenende besuchen kann, hat seit über 10 Jahren einen direkten Nachbarn, der laut ihrer Aussage auch gleichzeitig lange Zeit ihr bester Freund war, bis es zu einem Zerwürfnis kam. Danach kamen sie allerdings wieder freundschaftlich zusammen, jedoch nicht mehr auf der vorherigen Ebene. Zuvor haben sie auch während der getrennt verbrachten Urlaube viel miteinander telefoniert. Er kommt nun circa 1 bis 2 Mal wöchentlich werktags auf ein paar Bierchen bei ihr vorbei, während ich nicht dort bin. Das hat sie mir auch nie verschwiegen. Allerdings war ihr selber ab und an unwohl bei den Besuchen, da er seiner Freundin nie was davon erzählt hat und sie zudem gegenüber alles anderen Freunden verschweigt. Wenn sie ihn auf seine Freundin anspricht, weicht er immer aus. Auch kommt er nur zu ihr auf die Terrasse, niemals andersrum. Da sie mir gegenüber einmal erwähnte, dass er sie vor ein paar Jahren nach ein paar Drinks küssen wollte, hatte ich ab dann schon kein allzu gutes Gefühl mehr bei dieser Freundschaft. Wir haben auch mehrfach über mein warnendes Bauchgefühl gesprochen, aber sie sagte immer, da sei nichts und er habe ihr schon durch eine schwierige Phase ihres Lebens geholfen.
Dieses Gefühl habe ich übrigens nur bei ihm, bei ihren anderen männlichen Freunden überhaupt nicht. Bei den erwähnten werktäglichen Besuchen, kommt es auch mal dazu, dass er schon sturzbetrunken bei ihr vorbeischaut und sie dann natürlich auch mal ein wenig Gas am Glas gibt. Das hat nichts unbedingt dazu beigetragen, dass ich mich dabei in der Ferne wohlfühle. Vor ein paar Tagen hatten wir dann wie üblich telefoniert, nur dass sie schon gegen Spätnachmittag sehr betrunken war und gelallt hat. Sie sagte, sie habe mit ihm gestritten und gesagt, er soll sich jemand anderen zum F***en suchen. Ich fragte dann bloß, wieso sie so etwas zu ihm sagt. Da rückte sie, angetrunken wie sie war, mit der Sprache raus, dass er sehr oft direkte sexuelle Andeutungen macht, wenn sie zu zweit sind. Dass er sie doch gerne mal... Ihr könnt es euch denken. Sie sei aber nie darauf eingegangen, es lief wohl nichts, das würde ich ihr auch glauben. Jedoch wurde dadurch mein Vertrauen in sie komplett zerstört, da ich sie im Vorfeld immer wieder gefragt habe, ob etwas in dieser Richtung vorgefallen ist und sie, wie ihr ja schon wisst, verneinte. Erst betrunken am Telefon, nachdem sie mit ihm gestritten hat, kam raus, dass ihr guter Freund sie eigentlich bloß will und sie sich weiterhin mit ihm auf ihrem Grundstück trifft. Ich kann mit ihr aufgrund des fehlenden Vertrauens daher keine Beziehung mehr führen. Mich widert es regelrecht an, wie er sie einfach nur als Sexobjekt sieht. Ich verstehe einfach auch nicht, weshalb sie sich auf so eine Freundschaft einlässt, bei der er nur das eine zum Ziel hat, ihn auch noch sehr oft auf ihr Grundstück lässt, um sich mit ihm ein paar Feierabendbierchen zu gönnen. Boah, bei Bierchen? Manchmal halt auch mehr als nur ein paar. Die Freundschaft hätte sie aus meiner Sicht doch bei den ersten Anzeichen beenden müssen, dass sie sich so billig verkauft und dafür hergibt. Ich schäme mich richtig, vor allem auch, dass ich so naiv war, ihr zu glauben. Sie hat sich natürlich entschuldigt dafür, dass sie mich sehr lange angelogen hat, aber das Vertrauen ist komplett weg und kommt auch nicht wieder. Sie verdreht nun alles und sagt, dass sie ja dann überhaupt keinen männlichen Freunde haben dürfe, da dies ganz viele machen würden. Da frage ich mich dann bloß, falscher Freundeskreis? Und ich habe ja auch nichts dagegen, wenn von einem Freund mal ein Spruch kommt, aber die sind dann auch spaßig gemeint, wobei der Humor auch schon sehr speziell ist, aber anderes Thema. Jetzt meine Frage, wie hättet ihr an meiner Stelle reagiert? Also, ich weiß, finde auch, dass du sehr naiv gewesen bist und die Red Flags auf jeden Fall stur übersehen hast, weil... Nee. Also ich bin sowieso, ich halte nichts davon, dass wenn man in einer Beziehung ist, sich alleine mit anderen männlichen Freunden trifft, weil die Zeit, die ich habe, die investiere ich in meinen Partner oder in meine Freundinnen. Aber warum soll ich eine andere männliche Person unbedingt alleine sehen wollen? Warum? Also, ich finde, eine Freundschaft zwischen Mann und Frau funktioniert nur unter bestimmten Bedingungen. Entweder ist es nur eine Phase, also ein paar Monate oder so, oder es ist halt eine Pärchenfreundschaft, oder vielleicht einer ist schwul, dann wird es auch gehen, oder zum Beispiel in dem Fall von Männern, wenn die eine weibliche beste Freundin haben und sie ist lesbisch, so. Weil dann steht man ja einfach aufs andere Geschlecht. Beziehungsweise aufs gleiche Geschlecht. Ja, unter diesen Bedingungen, finde ich, kann eine Freundschaft funktionieren und sonst halt ganz wenige Ausnahmen. Aber sonst in der Regel ist es immer so, dass man Hintergedanken hat. Vor allen Dingen die Männer. Entschuldigung, wenn ich das so über deinen Kamm scheren muss, aber es ist in den meisten Fällen so, dass sie nicht Nein sagen würden, spätestens wenn man vielleicht ein bisschen was getrunken hat und sich die ganze Situation schön getrunken hat und die Hemmungen weg sind, die Hemmschwelle komplett ganz unten, nach ganz unten gesunken ist. Dementsprechend hätte ich das von Anfang an nicht toleriert, also es ist nicht mein Ding, wenn andere Frauen, also es gibt ja auch Frauen, die haben von Anfang an halt männliche Freunde und es gibt Männer, die haben von Anfang an weibliche Freundinnen und deswegen sowas kläre ich zum Beispiel immer im Vorfeld, weil ich kein Fan von sowas bin. Wenn ich jemanden kennenlerne und der sagt, ey, ich habe eine gute weibliche Freundin, dann sage ich, okay, wie stellst du dir das in der Zukunft vor? Hast du jetzt das Bedürfnis, sie persönlich alleine zu treffen? Wenn er sagt ja, dann sage ich, okay, gut, viel Spaß dabei, aber ich bin dann raus, weil es ist nicht mein Ding. Wenn ich jetzt aber auch männliche Freunde hätte, nee, aber selbst wenn, ich habe ja männliche Freunde, auch aktuell, aber sollte ich jetzt eine Beziehung führen, würde ich mich mit denen nicht mehr treffen. Da ich das von meinem Partner nicht möchte, würde ich das auch selber nicht tun. Ich kann ja mit denen befreundet bleiben. Man kann sich ja ab und zu alles Gute zum Geburtstag schreiben. Oder vielleicht auch mal in einer Runde gemeinsam treffen. Das geht. Aber alleine, also mit der Person alleine treffen, no. Was ich sagen muss, dass du dich jetzt so maximal für sie schämst und keine Ahnung, das finde ich übertrieben. Sie hat auf jeden Fall Scheiße gebaut, sie hat dich angelogen, sie ist ihr nicht fremdgegangen. Sie hat dich angelogen, sie hat das Bedürfnis, mit ihm weiter zu chillen. Und wenn ich so einen Vertrauensbruch habe, dann mache ich halt auch Schluss. Deswegen, ich finde, du hast alles an sich richtig gemacht. Weil wenn einmal das Vertrauen weg ist, ist es weg und es kommt auch nicht mehr so schnell wieder. Beziehungsweise du wirst immer wieder bei jeder kleinsten Gelegenheit, vor allen Dingen, wenn ihr nur so eine Wochenendbeziehung habt, immer wieder misstrauisch und das fickt einfach nur deinen eigenen Kopf. Also ich würde es mir nicht antun an deiner Stelle, also alles richtig gemacht.
Ich glaube, warum sie weiter mit ihm Kontakt hat, liegt nicht daran, dass sie sich billig hergibt oder sonst irgendwas. Ich glaube, sie ist schon so ein bisschen einsam, dadurch, dass du halt nur am Wochenende da bist. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass sie ihn halt schon seit Ewigkeiten kennt und er lange auch ihr bester Freund war. Und dementsprechend Angst hat, diese Beziehung, diese freundschaftliche Beziehung aufzugeben und das später irgendwie zu bereuen oder so. Das ist der, denke ich, der Grund, der einzige Grund, warum sie mit ihm noch weiter ist. Ich kann dich sehr gut verstehen. Du hast sie explizit gefragt und sie hat dich über einen langen Zeitraum angelogen. Für mich ist das ein Vertrauensbruch, der für mich nur sehr schwer zu verarbeiten wäre. Nimm dir Zeit für dich selber und finde heraus, wie du wieder weitermachen willst. Du solltest nichts überstürzen. Ich würde das auch nicht mehr mitmachen wollen. Das ist schon ein ganz krasser Unterschied, ob die männlichen Freunde was von ihr wollen oder nicht. Und ich finde es krass, dass sie dir das verschwiegen hat und dann auch noch den Kontakt zu diesem Typen hält. Also du hast alles richtig gemacht, wenn du diese Beziehung beendest. Ich glaube, das Einzige, was... Also da ist irgendwie sonst nichts. Achso, das kam erst vor 2 Stunden rein. Ich würde sagen, wir machen noch eine letzte Story. Oh, das ist interessant. Zocken in der Beziehung wird zum Problem. Hey, ich weiblich 26 bin seit 11 Monaten mit männlich 32 zusammen und erhoffe mir hier mal ein paar Meinungen zum Thema Zocken in der Beziehung einzuholen. Oh, da habe ich eine ganz extreme Meinung zu. Also mein Freund hatte eine Glücksspielsucht, die er allerdings mit Disziplin gerade in den Griff kriegt und es ging zum Glück nie so weit, dass seine Existenz auf dem Spiel gewesen wäre. Was mich aber dennoch beschäftigt, ist, dass er teilweise, wenn er frei hat, zwischen 5 und 10 Stunden am Laptop hockt und zockt. Wenn er bei mir ist, hat er keinen Laptop dabei, dann zieht er sich entweder Videos rein, die sich um sein Spiel drehen, oder ist schon mal in der Lage, einen Film mit mir zu schauen. Aber oft kommen aus dem Nichts dann solche Fragen wie, soll ich meinen Laptop vielleicht holen? Sogar an Abenden, wo es mir auch mal nicht so gut ging psychisch und ich normalerweise auch in der Hinsicht ihm nicht oft sage, dass ich ihn brauche. Und was mir noch aufgefallen ist, dass wenn er bei mir schläft, oft sehr früh geht, meist fast direkt nach dem Aufwachen. Am Anfang hat er mir schon mal gesagt, dass er jetzt geht, weil er so gern noch zocken würde, was jetzt im Prinzip nicht so ein großes Problem wäre, wenn der PC nicht so extrem viel Raum nehmen würde. Mittlerweile, weil ich schon ein paar Mal das Thema angekratzt habe, geht er immer noch früh nach Hause und sagt dann extra Sachen wie, ich muss mein E-Bike aufladen, deshalb bin ich gegangen, nicht, dass du denkst, ich zocke, obwohl ich das nicht mal angesprochen habe. Ich habe in einem normalen Maß ja irgendwie nichts dagegen und es ist auch auf eine Art seine Sache, wie er sein Leben verbringen mag, aber ja, ich bin gerade ein bisschen ambivalent gestimmt, was unsere Zukunft betrifft, weil ich nicht weiß, ob es möglich ist, mit diesem Lifestyle eine Bindung aufrechtzuerhalten. Ansonsten gibt es auch keine mega großen Probleme zwischen uns, aber mir würde zum Beispiel nach dem Sex beispielsweise auch mal gefallen, miteinander dazuliegen und über das Leben zu philosophieren oder sowas, was Partner halt so machen, statt immer direkt diese Kiste nebendran direkt wieder anzuhaben, wie das auch mit anderen Partnern möglich war. Ich bin auch gar kein Fan vom Zocken. Ich muss tatsächlich dazu sagen, ich habe auch noch nie jemanden kennengelernt und gedatet, der viel gezockt hat. Also bei allen war es so ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen. Dass sie vielleicht 1-2 Mal in der Woche maximal gezockt haben und dann auch nur, wenn die mit Freunden waren oder so. Also nie oder fast nie, wenn ich da war, dass ich das mal mitbekommen hätte oder so. Also wirklich sehr, sehr wenig. Deswegen, das war noch nie ein Problem, Gott sei Dank. Sollte ich aber mal jemanden kennenlernen, der das mehr machen würde oder wäre ich schon mit jemandem zusammen und der würde dann plötzlich diese Leidenschaft fürs Zocken entdecken, hätte ich auch ein großes Problem damit. Es sei denn, man findet halt einen Weg gemeinsam. Zum Beispiel, ich sage, ich schneide jetzt meine Videos und er zockt dann. Okay, dann juckt mich nicht. Aber sollte das halt mehr Raum einnehmen und mir Zeit mit ihm nehmen und vor allen Dingen, dass er immer morgens direkt früh abhaut, weil er zocken will. E-Bike aufladen, wie willst du was erzählen? Erzähl es deiner Oma. So, ist ja klar, dass er zocken geht und dir das einfach nur nicht sagen will, weil du sonst Stress machen könntest oder abgefuckt bist oder sonst was. Ich finde das ja okay, wenn man mal Me-Time macht. Zum Beispiel an irgendeinem Tag in der Woche sagt er, ey, guck mal, ich liebe dich, Schatz. Aber ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Ich zocke jetzt den ganzen Abend. Okay, mach. Kein Problem. Jeder braucht mal seine Me-Time. So würde ich das jetzt auch machen und mir einfach einen Film reinziehen, eine Serie, mein Trash-TV, wo auch bei mir mit Abstand, ja, wobei außer einer, der hat es irgendwie auch gefeiert, nachdem ich ihn damit angesteckt habe. Okay, eigentlich, nee. Eigentlich haben es 2 gefeiert. Aber würden die niemals zugeben, also fragt nicht. Aber anfangs war es halt immer so, dass die halt dieses Trash-TV gar nicht nachvollziehen konnten, dass ich das gucke. Und das war quasi meine Me-Time. Das haben die ganz und gar nicht gefeiert. Ich habe es aber gefeiert und gemacht und halt dann gemacht, wenn ich Zeit für mich wollte oder der eh beschäftigt war oder. Und das wäre halt das mit dem Zocken. Oder wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich will mein Puzzle machen oder sowas. Jeder braucht mal Zeit für sich. Aber ich würde jetzt nicht jeden Tag ab jetzt den Rest meines Lebens 5 Stunden puzzeln. Also, das ist ja zu extrem.
Was ist das? Das kann man ja auch gar nicht mit dem Lifestyle vereinbaren, wie du das auch geschrieben hast, dass du dich halt fragst, weil ich nicht weiß, ob es möglich ist, mit diesem Lifestyle eine Bindung aufrechtzuerhalten. Ja, nicht nur eine Bindung, sondern auch eine Zukunft aufzubauen, weil wenn ich mit jemandem zusammen wäre, dessen Hauptaugenmerk und sich seine Gedanken die ganze Zeit um Zocken kreisen würden, würde ich mir denken, Junge, hast du nicht irgendwelche anderen Sachen? So, hast du keine Hobbys? Was ist los? Also mach Sport, mach irgendwas für deine Bildung, mach irgendwas, was dich weiterbringt im Leben, aber nicht zocken. Zocken ist halt, wie gesagt, wie etwas wie Trash-TV gucken oder so, was man sich auch mal gönnen kann. Ist auch okay, aber nicht viel oder nicht zu viel. Nur ein bisschen. Deswegen, ich könnte das auch gar nicht, das wäre für mich auch safe sofort ein Ausschlusskriterium. Also ich würde gar nicht erst mit einer Person zusammenkommen, wo ich merke, dass die ständig am Zocken ist. Kann ich nicht. Aber ich hatte auch Gott sei Dank noch nie das Vergnügen mit einem Zocker. Bin ich auch sehr dankbar für. Aber ich glaube, weil es für mich schon immer so voll der Upturn war. Ich kann damit gar nichts anfangen. Ich zocke selber null. Außer mal, also ich liebe halt so Spieleabende im Sinne von Rummy Cup spielen oder Okay spielen oder mal Monopoly oder was kann man noch spielen? Oder ich liebe ja diesen Fun for Fortisch in der Shisha-Bar. Oder mal so Mario Party oder sowas, geht auch voll fit, wenn man in der Gruppe ist. Sowas ja. Und ich habe auch in der ganzen Corona-Zeit extrem viel Mario Super Bros. Gespielt. Ich habe das ganze Spiel durchgespielt. Ich glaube nicht nur einmal. Ne? Aber sonst bin ich null Team Zocken. Ich kann damit nichts anfangen. Also immer meine Freundinnen, die sind eher mehr so. Auch meine Schwester, also alle in meinem Umfeld. Ich bin, glaube ich, die, die wirklich mit Abstand am wenigsten zockt. Aber da ist wieder die gleiche Devise wie sonst auch. Gleich und gleich gesellt sich gern. Der braucht dann halt eine Frau, die auch gerne zockt und die ihn dafür nicht irgendwie verurteilt oder irgendwas in Frage stellt von wegen, ist so eine Zukunft möglich mit dem Lifestyle? Ist das vereinbar? Auch einfach eine, die es auch geil findet, mit ihm zusammen zockt. Punkt. Direkt super, gemeinsam geil, schön. Und für dich, wenn du jetzt schon Probleme damit hast, das wird so bleiben. Ich würde mir an deiner Stelle erstmal als Lösungsansatz etwas suchen, was du in der Zeit machen kannst, wenn er halt zockt. Dass ihr vielleicht auch das besprecht und das auch vielleicht so ein bisschen festlegt. Also, dass er auch mal gucken muss, dass er... Also, ihr müsst Kompromisse finden, wie du schon sagst. Dass du dir wünschen würdest, mit ihm so ein bisschen mehr zu sprechen. Nach eurer Intimität zum Beispiel. Und dann kann er ja dir sagen, ob er das kann oder nicht, will oder nicht. Und so muss man halt gucken, dass man auf einen Nenner kommt. Und dann, wenn er halt früh abhaut zum Zocken, nimmst du dir halt was anderes vor. Such dir ein Hobby. Geh zum Sport. Wie gesagt, irgendwas gucken. Mach irgendwas, was du in der Zeit machen kannst. Und legt euch dafür dann auch Zeiten fest. Ist ja okay, wenn er dann an einem Sonntag, wenn man eh nur rumgammelt, 5 Stunden zockt. Okay, in 5 Stunden machst du dann was anderes. Aber dann sollt ihr euch dann wieder treffen. Da muss man halt miteinander reden. Das ist der Schlüssel, weil ich habe das Gefühl, du hast es zweimal angesprochen. Seitdem denkt er so, oh mein Gott, ich sag gar nichts mehr. Du sagst irgendwie auch nichts mehr und keiner sagt mir was und man weiß nicht, wie es weitergeht. Das bringt nichts. Nur sprechende Menschen kann geholfen werden, deswegen redet darüber. Also ich muss ja sagen, ich liebe diese Videos zu drehen, nach wie vor. Deswegen, das macht mir auch Spaß. Aber immer dieses vor die Kamera erstmal setzen, vor allen Dingen auch, weil ich ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist immer so eine Sache. Ich glaube auch, ich mache jetzt keinen Sport mehr. Vielleicht versuche ich ganz kurz diese eine Handstandübung, die ich immer mache. Aber sonst werde ich mich einfach nur auf die Couch pflanzen und Trash-TV gucken. Ha. Ich hoffe, dass euch dieses Reddit-Stories-Video wieder gefallen hat. Ich kann schon mal spoilern. Das nächste Video gibt es am Sonntag und es wird lecker. Also für euch wird lecker, für mich wird bodenlos und unangenehm. Bis zum nächsten Video.